Servus Bürger des Imperiums und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir sind, wie gesagt, das Imperium und kämpfen gegen die Dunkelelfen heute wieder mal. Und wir haben eine Frontlinie aus Schwertkämpfern mit Goldleveln dabei. Die sind einfach relativ gut, um ja zu halten. Ihr könnt mit dem Imperium den Nahkampf nicht auf eine kosteneffektive Weise gewinnen. Deswegen einfach Infanterie, die den Gegner aufhalten soll. Das lockt ganz gut. Dann haben wir noch die Free Company Militia. Die sollen hier einfach, ja, die machen eigentlich auch nicht so schlechten Schaden an Drachen. Also ich meine, ich habe gerade die Rüstung von Malekith nicht ganz im Kopf. Aber ich weiß, dass der, Drachen der Hochelfen, also der Sonnendrachen, der Sternendrachen, glaube ich, im Grunde genommen nur, ich glaube, 80 oder 90 Rüstungen hat oder so. Und da machen die schon ganz akzeptablen Schaden, sagen wir es mal so. Das ist nicht so ganz schlecht. Und Boris ist Gruppe 1, Demis ist Gruppe 2, die Undercalf ist Gruppe 3. Die Free Company. Ja, der Magier ist Gruppe 4, die Free Company, also die Freischäler. Sind Gruppe 5, hier sind Gruppe 6. Egal, Mann, keine Ahnung. Die ganzen Gruppen immer. Ich völliger Quatsch. Ich werde das Spiel ohne Gruppe. Ich würde sagen, wir legen einfach gleich mal los. Wir öffnen sofort das Feuer auf die Hydra. Mit den Mörsern können wir das Feuer auf seine Infanterie eröffnen. Und er hat Malekith dabei. Sehr schön. Wir wollen natürlich so den Nahkampf so ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Und er hat hier hinten noch die Henker. Wenn die Henker in die Reichweite unserer Mörser kommen, dann können wir auf die schießen. Oder wir schießen einfach gleich auf die mit unserer Kanone. Vielleicht ist das was besser, als auf die Hydra zu schießen. Ich wette, er hat noch Kavallerie im Wald. Und geht jetzt auch in den Wald. Ja, das machen immer viele Spieler. Wir richten uns dementsprechend aus. Hoffen wir, er kommt jetzt hier mit seinem Malekith unvorsichtig rein. Ja, macht er. Das heißt, wir öffnen das Feuer mit unseren Fernkämpfern auf ihn. Versuchen ihn zu netzen. Aber wie ihr seht schon hier, er kämpft jetzt hier gegen die Freischärler. Und setzt sein... Oh Gott, nein! Oh. Der Drache ist so hart stark, das ist wirklich abnormal. Okay. Auch ein bisschen mehr Übersicht. So, sind seine Hellebarden hier ganz gut. Haben ganz gute Schusswinkel auf die. Aber schau, er hat jetzt hier nur 6 Leute von mir getötet, das ist ganz okay. Okay, er kommt jetzt hier rein. Können wir ihn jetzt hier netzen? Komm her. Yes, wir haben es noch geschafft. Aber wir sind zu weit weg. Verdammt, das ist schlecht. Also wir sind zu weit weg für richtig guten Schaden. Aber vielleicht nimmt er ja noch ein paar Schüsse von unserer Kanone. Wäre natürlich sehr schön. Wir können allerdings... Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt hier im Nahkampf einfach hart überrannt werden. Okay, wieder weg. Seine Schatten fressen allerdings schon gut Schaden. Das ist das Einzige, was gerade so ein bisschen für uns spricht. Ne, das Blöde ist halt jetzt wirklich, ich hoffe mal, er will sich jetzt hier nicht im Wald verschanzen. Und dann will auch so tatsächlich ein bisschen vorrücken durch den Wald. Aber das Schöne ist an diesen... Das Schöne an der Free Company ist halt, er kann uns mit denen durch Schaden zufügen. Okay, jetzt kommt der Schaden auf die Kanone, aber es geht tatsächlich daneben. Was? Ja, das Schöne an der Free Company ist, auf die kann er durch Schaden, denen kann er durch Schaden geben. Das tut uns nicht so sehr weh, wie wenn es jetzt auf unsere und Ketenschützen hier hinten wäre. Und ihr seht schon, er hat schon ganz gut Schaden an Malekith genommen. Aber es ist einfach so schwierig, mit Malekith
als Imperium fertig zu werden, weil ihr habt einfach das Problem, dass eure Fernkämpfer so leicht ausgeschalten werden können, weil die so schlecht gepanzert sind. Beziehungsweise ist ja normal für Fernkämpfer eigentlich. Aber ja, wie gesagt, die Imperiumsinfanterie, die ist anfällig gegen Drachenatem. Also die Imperiumsfernkämpfer sind anfällig gegen Drachenatem. Gegen alles Mögliche im Grunde genommen. Gegen den Windstoß und so weiter. Aber wir haben unsere Musketen jetzt schon erfolgreich vor Schaden bewahrt. Nur die Freischäler haben jetzt Schaden genommen. Manchmal mache ich sogar so, dass ich nur Freischäler bringe. Gegen die Hochelfen zum Beispiel ab und zu ganz gerne. Wobei, nee, eigentlich, ja, weiß ich, ja, gegen die Hochelfen manchmal. Aber dann muss man halt wirklich aufpassen, dass man außerhalb der Reichweite von den... So, jetzt geht's los. Von den Bogenschützen bleibt eben. Richtig. So. Los geht's, Fernkämpfer. Auf geht's auf den Jungen. Die Mörser schießen jetzt mal hier in den fetten Blob rein. Unsere Kavallerie, die muss jetzt mal hier aus dem anderen Wald hier langsam rauskommen. Die anderen Emigreifen kommen mal hier rüber. Wir blocken mal mit den Schwertern die Düsterschwerter hier. Mit den Speeren die Düsterschwerter. Gehen wir hier rein. Die hier müssen zurück. Ich kann ihn hier jetzt hoffentlich so ein bisschen umzingeln. Ja, Mann. Und wir können hier auf jeden Fall schon mal Malekith beschädigen. None kann auch auf Malekith schießen, aber er hat schon noch viele Truppen im Petto. Ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie jetzt schon aus dem Schneider sind. Unsere Kanonen bloppen hier, das ist total bescheuert. So, wir brauchen hier unsere Kavallerie. Wir können mal hier mit Boris reingehen. Nachdem er jetzt hier eh mich bloppt, aber wir nehmen hier auch richtig Schaden. Beziehungsweise nicht Schaden, sondern wir. Jetzt. Oder beziehungsweise wir heben uns das noch ein bisschen auf, solange... Oh, Boris ist da schon ganz gut aufgehoben, denke ich. Kavallerie. Geht durch den Wald. Demigreifen, ich brauche hier drüben jetzt die Speere. Okay, hier müssen wir jetzt das Feuer auf Tier öffnen und jetzt brauchen wir das Netz. Dann hier... Oh, wobei, nee, brauchen wir noch gar nicht. Können wir mal seine fliehenden Truppen jagen. Okay, das stimmt. Speere kommen hier rüber. Boris, okay, wir brauchen jetzt doch hier das Netz. Hilft jetzt nichts. Sei jetzt sofort! Jawohl! Oh, geschafft, sehr schön. So, Boris geht jetzt mal hier rein, da wo die... Nee, da ist die Schwarze Garde, wir gehen mal... Nee, das ist ganz schlecht hier, die Schwarze Garde. Jetzt brauche ich meine Mörser. Die müssen hier reinballern. Die Kanone kann eigentlich auch hier reinballern. Nee, die geht jetzt wieder auf Malekith. Und ich hoffe mal, dass die Speere die hier jetzt noch effektiv abhalten können. Hier schießt auf Malekith weiter. Unsere Kavallerie. Ah, sehr schön. Die ist wieder. Die ist hier. Die ist am Start. Die ist am Start. Und unsere Mörser fallen jetzt hier genau in den Blob rein, wo seine ganzen Elite-Truppen sind. Sehr schön. Und ich will endlich, dass Malekith jetzt verreckt. Los, geht drauf. Kanone muss auf Malekith feuern. Bitte, bitte. Ah, da geht er down. Perfekt, perfekt, perfekt. Nein, weg, weg, weg. So, habe ich noch ein Netz? Gleich wieder. Eine Kavallerie. Los geht's, Mann. Okay, und Netz. Ciao, du Penner. Wir fallen hier auf die Enker. Und jetzt hier drüben mit unserer Kavallerie rein. Das sind zwei Echsenreiter, glaube ich. Ja, weil ich denke, wir werden mit denen fertig. Ich denke, wir müssten eigentlich mit denen fertig werden. Ja, hier drüben. Nee, da können die ruhig weiterkämpfen. Man, theoretisch kann ja... Kann unser General auch noch reinkommen. Und das ist halt das Schöne an den Musketen beim Imperium, an den Mörsern mit dem Imperium. Das ist echt wunderbar. Ah, das war doch mal eine ganz lustige Schlacht. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich hab mal Bock, mir das Replay nochmal anzugucken, weil unser Gegner jetzt hier so lange im Wald war. Ich mag die Mörser irgendwie total gerne gegen die Dunkelelfen. Ich weiß nicht, also... Auch gegen die Hochelfen finde ich die gar nicht so schlecht. Weil ihr damit denen einfach so Truppen wie die Schwarze Garde... Auch, ich meine, gegen die Schwarze Garde sind sie zwar nicht so gut, aber
Eure Infanterie kann nicht gewinnen, außer sie haben irgendeinen Beschuss im Rücken. Und Mörser sind da halt einfach das Einfachste, weil ihr mit den Mörsern von jeder Position aus in jeden Nahkampf reinballern könnt. Und Musketen und sind zwar effektiver dafür, aber die muss man halt auch erstmal in die entsprechende Position kriegen. Das ist halt das Schwierige. Und das ist halt mit den Mörsern einfach total unproblematisch. Außerdem kann man mit den Mörsern schon im Vorhinein auch schon Schaden machen und den Gegner bedrohen. Und er hatte hier in dem rechten Wald tatsächlich keine Truppen. Wo sind denn die Echsenreiter eigentlich? Ah, die sind auch hier im Wald. Hat er also so ähnlich gemacht wie wir im Grunde genommen. Aber es ist halt so hart, wie viel Schaden Malekith immer austeilt gegen leicht gepanzerte Truppen. Das ist wirklich heftig. Bam! Kommt schon das Mörser vorher rein. Hat noch kein einziger Schuss getroffen. Aber es schaut natürlich sehr geil aus, alles. Und, ja. Wenn einer von euch einen Tipp für mich hat, wie man am besten Drachenatem dodgt, dann könnt ihr mir das bitte mal irgendwie sagen in den Kommentaren oder so. Das würde mich wirklich krass interessieren. Weil ich habe echt Probleme mit Infanterie und Drachenfeuer zu dodgen. Das ist echt schwer. Schaut euch das mal an. Bam! Bam! 50 Mann aus mehr als die Hälfte des Regiments ausgeschalten. Auch hier zwar kaum Modelle getötet, aber dafür richtig viel HP-Schaden gemacht mit dem, wie heißt der Zauber nochmal von Malekith? Genau, Blick der Niedertracht. Er ist auch so übel gegen die Imperiumstruppen. Aber was jetzt hier unser Vorteil war eben, dass wir mit unseren Freischärlern den ganzen Schaden von unseren Silberkugeln abhalten konnten. Da hat er jetzt einen Klingensturm so ein bisschen daneben gesetzt. Das tut natürlich arg weh, weil der Klingensturm einfach so viel kostet. Da. Oh, das hat auch richtig reingehauen. 50 Kills? Hat der schon mal Feuer gespuckt oder war das jetzt nur durch den einen? Also das ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Und deswegen sage ich, gib dem Imperium ein bisschen mehr Rüstung. Gib den 45 Rüstung von mir aus. Dass dann halt statt bei einem Drachenatem statt 50 Mann 30 Mann sterben oder keine Ahnung 35 Mann oder so. Das sehe ich ein, das fände ich okay. Aber wenn er einfach mit einem Klick so ein Regiment weghaut, das ist schon irgendwie hart. Und was macht unser Gegner jetzt? Er hat halt jetzt hier einen Fehler gemacht, indem er seine Düsterschwerter so gebloppt hat auch. Wenn er die nicht so hart in den Block gestellt hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders für ihn ausgegangen. Aber hier, da hat er jetzt halt richtig Schaden genommen. Durch das Netz. Ich meine, das Imperium ist in solchen Moves schon noch ziemlich gut. Gegner zu netzen und sie dann zu zerschießen in der Luft. Da hat er schon gut Schaden genommen, aber schaut mal, was der hier. Oh, der tut auch richtig weh. Alter Verwalter. Man kann diese Flammenatem echt nur schwierig dodgen. Ich weiß nicht. Wenn ihr da einen Tipp habt, dann schreibt es mir bitte mal unten rein. Wäre cool, da würde ich mich drüber freuen. Ja, und was ich jetzt auch so ein bisschen geändert habe was ich jetzt auch immer wieder ganz gern mitbringe gegen die dunkle Elfen, ist die Kanone. Normalerweise hatte ich immer nur Mörser, aber jetzt bringe ich auch mal wieder eine Kanone mit. So viel Artillerie ist natürlich schwierig. Gerade in einem kompetitiven Sinne ist Artillerie immer so, so ein Ding. Also, ob es sich dann lohnt, ist halt immer die Frage und vor allem ist es halt so verwundbar. Aber man hat einfach keine andere Möglichkeit gegen die dunkle Elfen. Weil man einfach irgendwas braucht, um deren elitäre Infanterie zu schwächen, bevor es zum Nahkampf kommt. Aber das machen jetzt momentan auch viele. Also auch unser Gegner hier, der hat jetzt auch eine Frontlinie aus Gold-Level-Düsterschwertern dabei. Ist natürlich cool. Und halt auch Silberschilde, ne? Warum haben die Silberschilde? Dann kriegen doch bitte die Imperiumstruppen auch Silberschilde.
verstehe das nicht, warum die dunkle Elfen sind eh schon eine stärkere Fraktion als das Imperium. Aber jetzt guck mal hier, diesen Blob hier, das war natürlich jetzt übel. Ich meine, ich habe auch gebloppt. Ich habe auch an vielen Stellen gebloppt, auf jeden Fall, gar keine Frage. Warum jetzt meine Freischaller hier auch mit vorgegangen sind, weiß ich auch nicht. Aber trotzdem, aber da ist natürlich jetzt, unsere Mercer haben jetzt natürlich hier ein absolut gefundenes Fressen. Die können jetzt hier reinfeuern. Und das tut natürlich jetzt in so einem Blob mit Infanterie, die auch noch wenig Rüstung hat, die haben ja auch nur 30 Rüstung, tut natürlich sehr weh. Das tut natürlich sehr weh, auf jeden Fall. Na gut, die Imperiumstruppen sind ja auch nicht so, die haben ja nur diesen einen Plattenpanzer hier vorne dran. Ich meine, da macht schon Sinn, dass, oder da macht es optisch so, schon Sinn, dass die wenig Panzerung haben, aber trotzdem. Weil das Imperium ist halt einfach so gedacht, dass es nichts gut ist, aber auch nichts schlecht ist. Und momentan ist es halt so, dass es im Nahkampf einfach nur miserabel ist. Eine der schlechtesten Fraktionen im Nahkampf. Jo. Selbst Waldelfen sind besser als das Imperium im Nahkampf. Und ja, das ist natürlich dann irgendwie Quatsch, finde ich. Und dann auch noch, dass die Musketen dann auch noch ineffektiver sind, das ist auch totaler Quark. Weil das war halt eigentlich dann das, was das Imperium auch noch stark gemacht hat. Und jetzt haben sie das dann auch nicht mehr wirklich. So, zumindest nicht mehr in dem Maße, wie es früher war. Aber jetzt genug gemeckert, gejammert. Das Netz hier ist gerade so noch reingegangen, auf jeden Fall. Dann konnten unsere Speere hier gerade noch reinkommen und unsere Artillerie damit unsere Artillerie weiterfeuern kann. Da habe ich auch ehrlich gesagt zu zögerlich gespielt. Also ich habe die ja schon von langer Hand gesehen, diese Echsenreiter hier. Aber ich habe einfach zu langsam reagiert sozusagen. Ich habe meine Speere zu spät hingeschickt. Dann konnten sie fast in meine Artillerie reinkommen. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, wenn die jetzt hier aufgehört hätten zu feuern. Das wäre richtig schlecht gewesen. Und hier werden sie jetzt auch gleich wieder genetzt. Und schaut mal her, diese Mercer. Kannst du noch mal kurz das UI anschalten. Die machen trotzdem erstens Moralschaden und zweitens auch normal einfach so Schaden. Und wenn jetzt halt hier die Musketen anfangen zu feuern, ups, dann geht natürlich hier richtig der Punk ab hier. Weil die durch ihren magischen Schaden halt auch noch die physische Resistenz der... Oder haben die gar keine physische Resistenz? Ah, ich dachte, die Schwarze Garde hat auch physische Resistenz. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Muss ich gerade nochmal kurz nachgucken. Weil die Phönixgarde der Hochelfen haben ja physische Resistenz und da braucht man dann immer, wenn es geht, einen magischen Schaden dagegen. Weil die eh schon so derbe sind. Nee, haben gar keine physische Resistenz, aber gegen die Hochelfen zum Beispiel mit der Phönixgarde, die haben halt eine physische Resistenz von 30 und da braucht ihr unbedingt entweder, deswegen sind die auch so ein gutes Ziel für Fate of Buna, also von der Todesmagie. Der beste Weg, um Phönixgarde auszuschalten, ist meiner Meinung nach Fate of Buna, weil der macht die richtig platt. Ist zwar, wie gesagt, Fate of Buna und die ganze Todesmagie ist halt so ein bisschen, naja. Ja, ich sag, ist halt ein Klick. Und eine Einheit ist so gut wie weg. Oder nicht weg, aber nimmt halt extremen Schaden und das finde ich halt immer so ein bisschen langweilig so. Bisschen unelegant, nenne ich es mal. Aber es ist halt einfach sehr effektiv. Jo, aber genug gelabert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao!